technischer Probleme auf zunächst Freitag verschoben werden. Ursprünglich sollte das Space Shuttle heute um 13.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu seiner zweiten Mission ins All starten. Nach mehreren Unterbrechungen des Countdown gab das Kontrollzentrum in Cap Canaveral um 15.40 Uhr die Verschiebung um 48 Stunden bekannt. Der Kommandant der Raumfähre Columbia, Joe Engel, und sein Co-Pilot Richard Trulli nach dem abgebrochenen Start. Die beiden Astronauten verlassen die Raumfähre. Sie hatten bis zuletzt das Computerprogramm durchgespielt, um die technischen Fehler zu finden. Beim Countdown hatte es in der Schlussphase mehrere Probleme gegeben, die aber beseitigt werden konnten. Die Startvorbereitungen mussten dennoch abgebrochen werden, als Stromgeneratoren an Bord der Fähre heiß liefen. Die Astronauten Engel und Trulli hätten bis zum kommenden Montag 83 Mal die Erde umkreisen und dann auf einem Salzsee in der kalifornischen Wüste landen sollen. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 5. November.